It's one of you needed here. This is a German Let's Play, so if you don't understand German, you might want to leave the video. Okay, Leute, das war einfach mal schnell für meine englischen Zuschauer, dass die wissen, dass es auf Deutsch sein wird. Okay. Also, ich mache mein erstes deutsches Minecraft Let's Play und mein zweites, nee, drittes deutsches Let's Play insgesamt mit Brick hier und wir werden einfach mal ein bisschen was bauen und Minen und Rohstoff abbauen und die ganzen Sachen, die man in Minecraft so macht. Stell ich mal kurz vor. Hi. Ja, hallo auch von mir, ne? Oh, die beste Vorstellung. Brick. Ja. Ja, hi. Okay. Dann bauen wir noch mal ein bisschen Holz ab, oder? Vielleicht solltest du noch mal Set Time machen, weil... Das kann ich machen. Weil wir haben schon die Hälfte von dem Tag verbraucht hier mit Tests und sowas. Du, es ist morgens. 1 Uhr oder so. Ah ne, Schafe würde ich nicht boxen, weil man braucht ja irgendwie Scheren, ne? Warum braucht man Scheren? Das ist ab einem neuen Update so. Also man kann die nicht mehr boxen, damit die, also oder töten, damit die. Achso. Okay. Das wusste ich nicht. Ich spiele halt nicht so viel Minecraft. Ich spiele es eigentlich nur, wenn ich irgendein Let's Play mache. Ich habe es früher oft gespielt, aber jetzt nicht mehr so. Und dann können wir eigentlich gleich anfangen, weil wir müssen erstmal so ein Gehäuse bauen für da hinten. Wir haben schon einen Platz gefunden, wo wir unsere erste Mine bauen können. Das ist so ein Loch im Boden. Da können wir schon gleich anfangen. Aber wir müssen halt da so ein Gehäuse bauen, so die Monster uns nicht töten können. Genau. Hast du auch diese Mammutbäume, also im Sinne von hassen? Was? Diese großen Bäume, die man so scheiße fällen kann. Ja, die fucken mich voll ab. Wenn ich zum Beispiel so ein Gebiet, die ganzen Bäume loswerden will, weil ich da was bauen will. Einfach abfackeln. Aber abfackeln, das funktioniert nicht immer. Naja, okay, irgendwie ist ja auch jetzt das Feuer nur begrenzt, also das brennt nicht mal unendlich. Ah ja, aber trotzdem, es gibt ja so einen Bug, wo die unendlich lang brennen und das hört einfach nie auf und da muss man die trotzdem irgendwie fällen. Kannst du den Bug, also vielleicht wird der gefixt, aber ich weiß nicht. Also ich hab, soweit ich die letzten Wälder so abgebrannt habe, ist mir das eigentlich gar nicht aufgefallen, ne? So mit Bugs. Ah, okay. Weil soweit ich die letzten Wälder abgebrannt habe, wie es sich einfach anhört. Ich pack einfach erstmal wahllos irgendwo ein Workbench hin, ne? Ah ja, okay, gut. Den Arbeitstisch. Dann baue ich mir mal so schnell so ein Dings. Oh fuck. So, dann habe ich mir jetzt ein Pickaxe. Geil, vergessen, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, Picke, genau. Manchmal vergesse ich das einfach. Ja, ich habe auch, als ich ja deine Videos am Anfang gesehen habe, habe ich auch immer Pickaxe gesagt. Was ja, naja. Und dann. Ja, wenn man ist auf einer Sprache und dann muss man das wieder wechseln. Das kann man schon ein bisschen nerven. Auch für Zweisprachige. Also. So. Dann bauen wir das doch mal gerade ab. Soll ich Schweine killen? Ja, würde ich mal. Damit wir ein bisschen Fleisch haben. Ich muss noch mal was kurz über unseren Spawn sagen. Als wir gespawnt sind, da war hier echt ein ganzer Bauernhof von Tieren. Da waren. Hier waren eine ganze Menge Schweine, die sieht man jetzt aber nicht mehr. Die sind irgendwie ausgewandert oder so. Jedes Schwein hat mir ein Fleisch gedroppt. Das ist eigentlich eine gute Rate. Ja, ne? Und dann waren hier waren ein paar ganz viele Kühe und dann waren hier Schafe, also und jetzt sind sie nicht mehr da. Aber das war auf jeden Fall. Wir haben uns echt gewundert, weil so viele Tiere gespawnt sind. Und du hast. Ist jetzt nicht nur noch Schweine. Ja? Nee, egal. Was sollst du? Nö, doch. nein, komm. Ey, jetzt sind hier nur noch Schafe, aber wir haben keine Schere. Oh, ja. Ich hab einen Wolf! Ja, was bringen die eigentlich, die Wölfe? Das ist sogar mehrere. Also nicht angreifen, wenn die gerade so rumlaufen. Nee, also die bringen, wenn man die mit Knochen zähmt, dann laufen die dir hinterher und du kannst auch rechtsklick, dann machen die Sitz. Und wenn dich halt Monster angreifen oder du andere Monster angreifst, dann helfen die dir halt und greifen auch an. Das ist sehr nützlich. Also sollten wir die nicht in Ruhe lassen,
Oder am besten irgendwo gefangen nehmen, so wie die später zählen können. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob die verschwinden. Also nach einer Zeit. Ja, wir werden später welche finden. Auf jeden Fall lassen wir die jetzt erstmal in Ruhe. Ich fange jetzt mal an, mit aus Holz das Gehäuse zu bauen. Und ich habe eine Oktopus. Und was bringen die? Tinte, schwarze Farbe. Naja, das ist mir irgendwie scheißegal. Ja, der Wolf hat gerade ein Schaf getötet, ich hab jetzt ein bisschen Wolle. Ah, hier unten höre ich Zombies. So. Bist denn du? Ich bin bei der Mine, ja. Ich will es ein bisschen flacher machen, so hier. So, dass wir so ein Gehäuse bauen können. Ich gehe da schon mal nach unten und baue ein bisschen Stein ab, ne? Damit wir ein Steinwerkzeug machen können. Ja. Oh ja, ich höre auch schon Zombies. Gibt's eigentlich eine Minecraft Deutsch auf Deutsch oder ist es nur auf Englisch? Ich glaube, man kann sich einen Mod installieren, damit das auf Deutsch ist, aber so von Notch aus gesehen. Braucht man das wirklich, ganz ehrlich? Nee. Man, das ist so bildhaft, das Spiel, es gibt so viele Bilder. Man braucht den Text einfach überhaupt nicht. Ich habe ein Stück Kohle. So, ich baue das jetzt mal gerade ein bisschen zu hier. Ah, und ich kann ja eigentlich mal so eine Art Treppe bauen, ne? Das wäre sinnvoll. Ja, ich fange mal ein bisschen an mit damit. Ja, so machen wir jetzt. Aber ich gehe jetzt mal hier drauf. So. Okay, dann komme ich jetzt mal mit hier runter. Wir müssen vielleicht ein bisschen hier rausbauen. Das sollte jetzt eigentlich temporär bleiben, weil wir wollen ja später so eine Steintreppe machen, so wir schneller hoch können. Weil das ist einfach scheiße so. Ja, sonst, also so Wendeltreppenmäßig oder? Nein, man kann ja diese Steintreppen bauen. Da muss man nicht so springen, da kann man einfach so hochlaufen. Ja, aber ich meine so, also halt Wendeltreppenmäßig, dass das so spiralförmig runtergeht. Oder wir machen Leitern. Ich glaube, hierfür sollten wir eigentlich Leitern benutzen. Weil das, so hier eine Treppe zu bauen, das ist aber zu viel Aufwand jetzt. Oder? Jo. Ich baue jetzt einfach hier. Ja, bauen wir jetzt da wo du jetzt gerade bist. Bauen wir Leitern hin. Ich kann jetzt auch mal schon mal ein paar. Jo, ich hol mal. Ich crafte sonst welche. Ja, ich hab den Arbeitstisch hier. Ach so, na denn. Den hab ich da abgebaut. Ich baue den mal jetzt hier oben hin. Okay. Ich hab Kumpels hatten auch so ein Wortspiel, Craft-Training. Was ist denn das? Nein, so Krafttraining halt abgeleitet in Craft-Training. Ach so. machst du Leitern? Ja, ich mache Leitern. Dann mach ich mal eben einen Ofen, damit wir uns ein bisschen Fleisch backen können. Fleisch backen. Okay. Dann, ich hab sogar ein Stück Kohle. Dann weißt du was, ich baue jetzt erstmal so ein bisschen hier. Ich baue das jetzt hier hin, weil dann brauche ich nicht mehr. Es ist einfacher. Also hier kommt jetzt gleich die Leiter hin. Dann spiele ich mal die Frau und koche ein bisschen. Haha! Sexismus ist hier leider unerwünscht. Ja. Ich bin eine hübsche Frau. Okay. Die haben es ja gefixt mit den Leitern, dass man nur jedes zweite machen kann. Oder? Ja, hast du gerade. Ja, das haben die. Das ist. Aber dafür kriegt man beim Craften zwei Leitern. Ja, das ist besser so, finde ich, weil das sieht einfach so komisch aus. Aber man will dann auch wiederum nicht irgendwelche Ressourcen verschwenden beim Bauen. Ich habe mir jetzt eine Leiter gebaut hier. Ich würde sagen, dass wir das jetzt ein bisschen ausgraben hier unten. Und dann haben wir eine kleine Basis. Ja, für den Anfang, ne? Also reicht das ja eigentlich. Ja. Ach, Fackeln, soll ich uns Holzkohle brennen? Könnte ich eigentlich machen. Gibt es einen Unterschied zwischen Holzkohle und normaler Kohle? Oder ist es beides einfach Kohle? Es ist beides Kohle. Ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, Holzkohle brennt länger. Ah ja? Ich mach's einfach mal. Oh. Wie kann man das denn machen? Oben, also man braucht so ein Holz, also Rohholz sozusagen. Aber da ich kein Brennmaterial, ja doch, habe ich. Also man muss Holz abbrennen mit Kohle.
Ja, oder Holz mit anderem Holz. Okay. Ja, aber dafür hat man dann halt Kohle, das länger brennt. Also für Fackeln mache ich das jetzt mal eben. Die haben es immer noch nicht integriert mit den Fackeln, die irgendwann abbrennen, oder? Nee, das sollte sogar, glaube ich, schon mit dem Oh, das Schwein guckt mich gerade an. Das soll mit dem Halloween-Update. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Aber das haben die dann irgendwie weggemacht, ne? Nee, die hatten einfach irgendwie keine Zeit dafür oder so. Ich finde es auch so irgendwie besser, dass das dann mit den. Weil es da immer um das Licht zu kümmern, das ist dann schon ein bisschen. Naja. Ja, vor allem, wenn man in einer Region sozusagen mal nicht war, dann kommt man wieder und da ist alles voller Zombies. Es gibt, glaube ich, es gibt aber auch unendlich haltende Lichter. Aber das ist halt dann halt viel schwerer zu machen. Glowstone oder sowas, ne? Ja, da müsste man sich, muss man erstmal Obsidian kriegen. Brauchst du Fackeln? Ja, weil es jetzt gleich Nacht wird. Wir sollten jetzt mal hochkommen und, drop die doch einfach hier rein, das passt. Okay. Sollen wir einfach hier das Loch zumachen? Obwohl, nee, das ist. Ein Haus bauen schnell? Ich hab 22. Ganz schnell, wir bauen einfach ganz schnell irgendwie ein Haus, das wir jetzt einfach ganz schnell haben und dann. Ja, einfach zwei hoch. Darf ruhig eng sein, ne? Ja, dann machen wir es lieber drei hoch, weil dann Du warst schon was? Ja. Oh, ich bin nicht hier schon am Bauen. Aber. Ja, okay. Wo baust du denn? Hier. Dann reiß ich das mal wieder ab. Ach so. Ach, nee, nee. Was ich meinte, ist jetzt halt die. So ein Gehäuse für unser Dings hier. Was ich mache, ist gerade äußerst uneffizient. Aber, naja. Hast du Hunde? Nee, das hört man im. Das sollte ich mal das Fenster zumachen, weil. Ach so. Die gehen ganz schön ab. Okay, reißen wir es mal ab hier. Ah, wa, du ba. Nee. Was? Was machst du? Ich reiß nämlich gerade mein Haus ab. Ich war ja. Gut. Okay, jetzt habe ich so viel Holz benutzt, dass ich brauche Stein. Ich brauche Ressourcen mehr. Okay, baust einfach da so quer rüber hier. Warte mal. Ich leuchte das Ausnahme kurz aus. Das doch so. Gegen Spinnen müsste man eigentlich am besten so eine Art Kranz bauen, damit die da nicht hochklettern können. Oder lassen wir das? Wir haben jetzt gerade keine Zeit, so wie ich das jetzt gerade mitkriege. Wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen jetzt einfach ganz schnell mal fertig werden hier. Da ist die Tür jetzt, okay. Dann habe ich jetzt das Dach. Okay, dann kannst du eine Tür bauen mit dem Arbeitstisch hier. Tür gemacht. Dann machst du mal rein. Oh. Hey. WTF. Du hast auf den falschen Block gemacht, kann das sein? Mhm. So, dann können wir jetzt auch rausschlagen, oder? Soll ich das Ei werfen oder soll ich noch ein zweites holen und dann einen Kuchen backen? Warum würdest du es werfen? Dann kann dann Huhn rauskommen, was aber eigentlich nicht viel. Ja doch, dann kriegt man Federn. Ja, dann mach doch. Oh. Nichts war. Okay, dann gehe ich jetzt mal mit dir runter. Oder ist das, ich nehme den Tisch mit. Achso, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cooked Pork Chops. Und leuchte erstmal hier alles aus. Ach ja, was wir auch am besten noch machen könnten, wäre Steinwerkzeug. Steinwerkzeug? Ja, ich habe keinen Stein mehr, weil ich nur auch einen Stein, weil ich das auch ein bisschen aus Stein gebaut habe da oben. Ja, ich kann sonst was machen. Du hast die Workbench, ne? Ja, ich nehme den mal hoch. Ich glaube, das heißt jetzt Crafting Table, oder? Das kann sein, das haben die auch irgendwie geändert. Das haben die auch umbenannt, oder so, keine Ahnung. Oh, und ich habe Kohle. Die habe ich total übersehen. Das müssen wir hier oben mal ein bisschen größer machen. Bist du schon wieder mir vorbei? Ach so, da. Okay. Ich baue jetzt mal den Tisch hier hin. Kannst du was machen? Das kann ich machen, du. Ah, da ist Eisen. Dann mache ich mir Steinwerkzeug, dann kann ich mir das gleich auch abbauen. Okay. Ich benutze jetzt mein Holz. Mein Holzding benutze ich jetzt mal. Soll ich gleich auch noch was für dich machen? Ja, das wäre nett.
Es gibt nicht so, es gibt eigentlich nicht so viele deutsche Let's Plays von Minecraft, oder? Oder gibt's die? Oh, es gibt unendlich, glaube ich, viele. Echt? Ach, dann bin ich dumm. Ach ja, ich glaube, du guckst auch wenig deutsche Let's Plays, ja, oder? Ich finde die irgendwie, ich finde Englisch irgendwie besser. Was für Let's Player guckst du denn so, also allgemein? Also wenn ich die gucke, gucke ich meistens dann Dark Side Fell. Okay. Kennst du den? Nee, ich glaube nicht. Der macht so, das ist halt, der macht es sogar als Beruf, das ist so ein, der macht die allerneueste, fast alle von den neuen großen Spielen, die rauskommen. Und der zeigt einfach alles, was der macht. Der macht die Kamera an, spielt das Spiel und danach macht er die Kamera aus. Das, so macht er das. Und der ist halt so lustig und deswegen gucken den alle. Ah, danke für die Hacke. Hier, ich guck mal gerade mit F3 hier nach Monstern, dann sind da ja nämlich auch meistens Höhlen. Da sehe ich auch was. Ach, kann man das mit F3 machen? Also ja, also du siehst ja diese Zahlen über den Köpfen halt durch das Stein. Ah. Cool. Brauchst du Kohle? Nein, ich hab jetzt erstmal Fackeln. Die reichen jetzt erstmal. Ich baue jetzt halt hier oben ein bisschen aus. Wie ist das Wetter eigentlich gerade bei dir? Das Wetter? Ja. Es war eigentlich zum Großteil des Tages gut. Und dann ist auch geregnet. Du bist nur dass es alle wissen, du bist in Schleswig-Holstein, ne? Yep. Und ich bin in Hessen, also. Nur so dass alle wissen. Ja, und das, ich gebe euch dann mal meine Adresse, so ihr mal vorbeikommen könnt. Nein. Machen wir Party. Machen wir kleine Nerd-Party. Spielen alle Minecraft. Wir spielen jetzt im LAN. Ey, du baust dich hier echt so runter. Ja, ich sehe da nämlich einen Mob. Und die anderen, die sind irgendwie auf einmal plötzlich verschwunden. Wir sollten aber auch eine richtig. Oh, nein, weißt du was? Hast du ein bisschen abbaut, dann baue ich jetzt mal hier hoch. Oh, da sind die alle, was? Hä? Die waren doch vorhin rechts von mir. Egal, ich baue jetzt weiter in die Richtung, weil ich da hier angefangen habe. Wir sollen aber auch eine Mine machen, die dann auch richtig gezielt runtergeht, ne? Ja, das, also ich habe mal so richtig Glück gehabt, habe in der Welt, also die ich mit meinen Kumpels auch spiele, einfach mal. Hast du die Hä? Oh. Das hat irgendwie das war am Schweben in der Luft. Ach so. Ja, auf jeden Fall habe ich da einfach mal wahllos eine Treppe nach unten gebaut und ganz unten direkt erstmal auf Diamant gestoßen. Ja, ich habe mal ein Let's Play gemacht, das waren so ungefähr 15-minütige Parts. Und da war ich im siebten Part, bin ich schon auf Diamanten geschossen. Also auch ungefähr so. Oh, da vorne sehe ich schon. Ich glaube, da vorne könnte eine Höhle sein, muss aber nicht. Also auf jeden Fall ein Höhlenraum. Wir sind aber dafür recht schlecht versorgt jetzt erstmal, oder? Ach, egal. Ich mache Kuppelkeile mit fuck. Dem. Ups. Ich guck mal, ich glaube, es könnte jetzt schon vielleicht wieder Nacht, wieder Tag sein, meine ich. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich muss mir so ein paar Sachen zu bauen. Ich muss mir so ein Schwert bauen und so. Ein Schwert bauen. Mhm. Kohle. Hast du Kohle gefunden? Ja. Gut. Machen wir da mal. Ey, da hinten sind echt viele. Das müsste irgendwas Größeres sein. Aber wir belassen es mal erstmal hierbei. Nicht, dass wir noch sterben. Ja, ich höre draußen Kühe und sowas. Also es könnte schon sein, dass wir jetzt Tag haben. So. Ich glaube, wir haben jetzt Tag. Oder vielleicht ganz früh. Oder ganz. Ja, es wird zu Tag. Oh, die Höhle sieht eigentlich nice aus. Ja? Da ist noch ein Monster, ja. Ich habe hier schon Kohle und so gefunden. Oh ja, Alter, das ist ein dickes Ding. Hier vor meiner Tür ist, war ein Skelett, den habe ich.
ermordet. Alter, das ist hoch. Ich wäre hier jetzt fast runtergefallen. Ah! Ich hab's gehört. Creeper. Du hast es von da unten gehört. Oder auf meinem. Okay. Geh weg. Zombie. Feder. Okay, ich brauch jetzt mal ein bisschen Fleisch. Oder hast du schon Fleisch? Ich hab. Ah, fuck! Ah, ich bin umzingelt. Fleisch. Soll ich dich teleportieren schnell? Nein. Du bist irgendwo oben, ne? Na, ich bin jetzt in unserer kleinen Festung hier. Ich hab echt eine Höhle gefunden, ey. Die ist, glaube ich, recht groß. Da sollte ich mal vorbeikommen, so dass die Zuschauer aussehen können. Yep. So. Jetzt habe ich mich verlaufen gerade. Nee, hier hoch, oder? Ja. Na Mann, ich fall die ganze Zeit. Ich brauche ein bisschen Fleisch. Fleisch. Okay, danke. Fleisch. Gutes deutsches Fleisch. Okay, hier. Gut. Okay. Ich brauche erstmal eine Truhe, wo wir unseren ganzen Scheißdreck da reinräumen können. Sonst habe ich so viel Shit in meinem Inventar. Ich habe aber kein Holz. Egal, wir brauchen sowieso ein bisschen mehr Holz, also hole ich mir jetzt mal noch ein bisschen. So. Holz vor der Hütte? Okay. Jetzt gehen wir mal hoch. Wir können auch diese ganzen Spinnen töten, damit wir ein paar Fäden haben, so wir vielleicht einen Bogen machen können. Das wäre eine gute Idee, wenn du Spinnen siehst. Nicht behindern, sie zu töten. Das gibt mir schon ein bisschen Lag beim Monster töten. Merkt man das schon? Also, dass die gar keinen Schaden nehmen, oder wie? Ja, genau. Und dann gibt's so 2 Sekunden und dann nehmen die auf einmal Schaden. Ah! Ich hab nur 1,5 Herzen bei 2 Spinnen verloren. Ich bin stolz auf mich. So. Erster Pro, du. MLG. Komm, stört, du Bastard. Dass wir ein paar Schweine so ein bisschen mehr Fleisch haben. Und da Kühe auch. Und so vielleicht ein bisschen Rüstung bauen können. Ja, oder schmieden, was du mir da sagen willst. 18 Eisen habe ich schon. 18 Eisen? Oh, nice. Skelett, ich bin weg. Okay, jetzt komme ich wieder und töte ihn. Ja. Na. Was ein Geräusch das war. Mein Kampfesschrei ab jetzt. Ah, okay, nee. Gegen die. Ich frage mich, wie viele von meinen englischen Zuschauern das gucken werden, einfach, weil die finden generell Deutsch, es hört sich lustig an. Ja. Hast du die Erfahrung? Oder wie viele vielleicht auch haten würden? Ah. Obwohl, ich bestimmt schon ganz schön viele Hater, also. Ich krieg einfach auf jedem Video mindestens 30% Dislikes. Obwohl es einfach ein Video ist, das man einfach überhaupt nicht disliken würde. Was mir auch manchmal auffällt, also wie du mal angesprochen hast, dass die so verwöhnt sind, was die Sprache angeht. Als ich mal irgendwie ein Tutorial-Video von irgendwas, ich weiß gerade nicht mehr was, gesehen habe. Auf jeden Fall war das auf Deutsch. Und oh, da waren nur Kommentare auf Englisch, die alle sagten, English please. Aber ja, aber da kann man es doch. Das kann man nicht. Da kann man es doch gar nicht verstehen, wenn es auf Deutsch ist. Das ist das Problem. Ja, okay, Ja, okay, die können sich ein anderes Tutorial. Also, das finde ich schon sehr. Zum Beispiel, ich habe so einen Film geguckt, der auf Deutsch originell war, der Untergang. Und dann haben die ganze Zeit. Ja, jetzt wollen wir es mit englischer Stimme. Und ohne Untertitel. So wie die Untertitel nicht lesen müssen. Und ich habe einfach nur gedacht. Eieiei. So, ich muss mal wieder hier meine Spitzhacken auffrischen. Ich habe nur noch eine Holz und die ist auch schon fast im Arsch. Die Workbench ist irgendwo hier oben, ne? Also. Die ist ganz oben, wenn du die Leiter runtergehst, ist da ganz vorne. So,
abfällig nochmal einbauen, dann haben wir das. Ach ja, Sticks, genau. Hast du auch dein Inventar auf E? Oder auf K? Nee, ich hab's auf Tab. Was eigentlich nicht so gut ist, weil demnächst kommt ein Update, da wird irgendwie im Multiplayer, drückt man Tab, dann sind alle Spieler aufgelistet. Ach so, das ist die, ja, das ist die, Alter, ich verliere die ganze Zeit Leben. Okay, ich sollte mal ein, Dings machen, wie heißt's? Ich mach mal eben ein paar Öfen, damit wir das Eisen machen. Ah ja, ein Ofen, genau. Dann, das wollte ich mich auch gerade machen, dann kannst du. Ach so, ja, ich mach grad. Dann mach ich Truhen, so wie die Dinge. Ganz ehrlich, wer holt sich den deutschen Mod hierfür? Das ist doch so sinnlos. Yep. Ich meine. Nein, schon der Aufwand, das zu installieren, lohnt sich nicht mal. Ja. Okay, wir haben jetzt überhaupt kein. Na, das kann man doch alles erkennen, was das ist. Das kann man alles selbst erschließen. Jo. Und es gibt auch keinen wirklichen Text, den man da lesen braucht. Ja, halt so. Play Game, Resume Game, aber Back to Game. Das kann man doch alles testen und rausfinden, was das macht. Ja, und vor allem, man kann ja auch Englisch, ne? Diese Wörter vor allem. Ja, da würdest du dich, glaube ich, überraschen, wie viele Leute das nicht kennen. Hauptschüler. Sonderschüler. Ja, nichts gegen die, aber. Eieiei, okay. Ja, also ich finde es. Man kann ja mit jedem Menschen gut klarkommen, das kommt halt immer drauf an, ne? Ja, das ist. Ich sag jetzt mal Intelligenz und wie nett man ist, das hängt nicht voneinander ab. Es gibt einfach so ganz so richtig intelligente Wichser, die ich auch hasse. Also, man kann intelligent sein. Aber halt ein Arschloch. Das ist auch doof. Oder das ist scheiße. Beziehungsweise dumm. In dem Sinne aber halt trotzdem nett. Ja, genau. Hast du Holz? Ja, ich hab ganz schön. Ich hab nicht reichlich, aber ich hab schon. Zwei Stück, zwei Wooden Planks wären ganz gut. Zwei, okay, dann gebe ich dir mal welche. Danke. Kannst gleich diese anderen zwei auch noch nehmen. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay, dann mache ich mal meinen sonstigen Scheiß hier rein. Ich mache mal, glaube ich, gleich ein Eisenschwert, ja. Soll ich für dich eins machen? Oder brauchst du irgendwas? Egal, Eisen ist im Ofen, falls du brauchst. Nee, ich brauche erstmal kein Eisen. Ich habe schon ein Steinschwert. Ich will es jetzt mal benutzen. Das passt. Okay, dann mache ich jetzt mal hier meinen ganzen Shit rein. Die ganzen Leitern und so. Die ganze Kohle. Obwohl, ich brauche ein bisschen mehr. Ich brauche ein bisschen mehr Kohle. Ich meine, Fackeln. Ich hab Kohle. Naja, ich hab auch Kohle, ich mach jetzt mal ganz schnell was. Und wir sollen erstmal auch eine ganz nach unten gehen und eine richtige Mine anfangen, wo wir nach unten gehen. Und danach können wir ja ein bisschen. Wir wollen ja auch irgendwann anfangen, Sachen zu bauen. Aber wir können ja jetzt. Dafür brauchen wir schon eine richtig strukturierte Mine, die richtig nach unten geht. Ja, so mit Abzweigungen, ne? Ja, genau, aber und also wenn wir dann. Alle vier Blöcke oder so war das. Ja, das ist aber ganz das erste, wenn wir ganz unten sind. Wir müssen erstmal ganz nach unten ankommen. Und da finden wir auch, wenn wir das machen, finden wir auch andere Sachen wie Eisen und so. So, dann lege ich dies mal alles hier rein. Aber das nehme ich jetzt alles mal mit. So, zack, 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 zack. Zack, 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 so. Okay. Hast du schon angefangen damit, oder? Mit der Treppe nicht, ich erforsche noch gerade die Höhle hier. Achso, dann weißt du was, ich guck mir jetzt auch mal an. Soll ich die porten, oder bist du? Weißt du was, ich glaube jetzt sind wir mal her, weil ich kenne diese Gegend nicht, die Zuschauer auch nicht, deswegen komme ich jetzt einfach mal daher. Alter, was das für eine Höhle ist. Bist du schon hier, oder? Ich bin hier. Warte. Ich bin hier. Da. Ach, du bist noch nicht da runtergegangen? Nee, da habe ich mich noch nicht getraut. Da hatte ich zu viel Angst. Angst vom Dunkeln. Ach, stimmt, hier war eine Sackgasse. Okay, dann müssen wir wohl oder übel doch da runter. Ich
frag mich, warum ich noch keine Hitler-Imitation gemacht habe.